And we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Jetzt geht's wieder rund hier auf unserem Kanal. Ich weiß, es war ein bisschen ruhig, ein bisschen sehr, sehr lange, aber das hat einen ganz bestimmten Grund. Es war gar nicht geplant. Unsere kleine Eule war im 4. Entwicklungsschub und der hatte das so heftig in sich, gerade auch nachts. Die kam einfach nicht runter, sie konnte nicht schlafen. Wenn sie eingeschlafen ist, ist sie wieder aufgewacht. Das ging immer so im 20-30-Minuten-Takt. Also wir sind so richtig schön auf dem Zahnfleisch gerutscht und unsere Augenringe gingen bis in die Kniekehlen. Und da muss man natürlich als Elternteil auch nächsten Tag funktionieren. Man hat ja noch ein Kindchen. Man kann sich ja schlecht mit hinlegen, wie man es beim ersten Kind gemacht hat und sich so ein bisschen ausruhen. Und deswegen hatte man einfach überhaupt gar keinen Kopf für Videos oder Vlogs oder irgendwas anderes. Man war wirklich froh, dass man die Tage an sich geschafft hatte. Seit 2-3 Tagen ist es wirklich wieder so wie vorher. Sie schläft ganz gemütlich ein, egal wo man sie auch hinlegt. Und vor allem schläft sie auch wieder durch. Und das ist natürlich für mich und meine Augenringe mehr als recht. Auf jeden Fall ist bei uns nicht besonders viel passiert. Ich kann euch immer nur wieder raten, folgt uns unbedingt auf Instagram. Da nehme ich euch wirklich jeden Tag mit. Das heißt, die uns dort folgen, wissen ja von dem ganzen Schlafschlamm-Muscle, den ich so hatte. Und auch so, was wir jeden Tag machen. Von daher kann ich nur sagen, 1 Principessa 3 auf Instagram folgen und ihr seid up to date. Und heute, apropos Instagram, werde ich gleich damit starten. Ich hatte euch letzte Woche gefragt, wir haben ja am Dienstag, da kommt nämlich dieser Family Vlog on, deswegen passt das nämlich sehr, sehr gut, den Safer Internet Day. Und da habe ich mir nämlich gedacht, ich hatte euch doch zu Vlogmas die YouTube Kids App vorgestellt, dass ich eben die Fragen, die da aufgekommen sind, heute in einem quasi Mini-Q&A hier einmal beantworte und habe nochmal aufgerufen, auf Instagram mir Fragen zu stellen. Und das wollte ich jetzt mit Ralfi einmal direkt machen. Ihr konntet uns einmal Fragen stellen zu der YouTube Kids App, aber eben auch zur allgemeinen Mediennutzung, gerade was auch Kinder angeht. Und ich würde sagen, ich stelle jetzt die Kamera irgendwo mal gemütlicher hin, weil sonst habe ich gleich einen Affenarm und dann gehen wir das mal einmal durch. Ich habe ein Plätzchen für die Kamera gefunden. Für Ralf hatte ich auch noch einen Platz in der hinteren Reihe. Der wollte nämlich gerade Rosalie im Tragesack zum Schlafen bringen. Da sind wir wieder beim Thema. Aber die war heute so über dem Punkt, weil die so höchst motiviert unterm Dschungel gespielt hat. Mit den Paw Patrols hat sie zugeguckt, als Hayley gespielt hat. Ja, und so ist das halt am Tag, ne? Da finden die Kinder dann auch nicht in den Schlaf, aber wir haben ja noch ein paar Stunden. Und für die Lichtverhältnisse kann ich nichts, denn heute ist Sabine hier am Start in Deutschland. Ich meine, wir sind wahrscheinlich nicht so ganz betroffen. Aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Schauer kommt und dass es deswegen dunkelhell ist. Aber ist ja auch Wurst. Wir wollen ja jetzt euch nur die Fragen beantworten. Eine der meistgestelltesten Fragen war, wird auf der YouTube Kids App Werbung geschaltet? Also bezahlte Werbeanzeigen werden auf YouTube Kids App in eingeschränktem Maßen zugelassen. Das ist aber der Hintergrund, dass wir als Familie natürlich die App auch kostenlos nutzen können. Es gibt, genau das ist es, wollte ich auch gerade sagen. Es gibt aber die Möglichkeit, YouTube Premium zu nutzen und dann wird keine Werbung mehr geschaltet und die Kids können es quasi ja ohne Werbung dann schauen. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wie kann ich mein Kind allgemein im Internet schützen? Wir können ja nur von uns sprechen. Wir haben jetzt eine 4-jährige Tochter, da hat man noch sehr gut die Hand drüber. Und ich finde in erster Linie, egal welchen Alter, Kommunikation ist das A und O. Das heißt also, wir sprechen grundsätzlich immer mit Motti, egal ab welchem Alter die Folge oder die Serie ist, weil wir wissen, wie unser Kind tickt. Man hat ja das Gefühl für seine eigenen Kinder. Und sie hat so eine, Ralfi sagt immer, starke Fantasie, dass es viele Sachen gibt in Folgen, die kann sie nicht verarbeiten. Also richtig. Da hat sie noch ein paar Tage später mit zu kämpfen, obwohl es für uns eine total simple Szene gewesen ist, wie mit einer Spinne, die total süß aussah, aber in der Szene vielleicht groß war. Wo sie dann unter war. Der Decke, genau. Genau, und da wissen wir, oder ne, fürs nächste Mal alles klar, selbst sowas ist für sie schon so riesig, dass man sowas auf jeden Fall im Griff haben muss und beobachten. Zum Beispiel Anna und Elsa. Ich kenne so viele kleine Kinder in Hayleys Alter oder jünger, die kompletten Filme gucken oder folgen, das könnte Hele nicht. Alleine schon das Schneemonster. Mit dem Schneemonster, da wird sie gleich
von Träumen. Ja, oder bei Älteren würde ich immer darauf achten, auf jeden Fall, dass man starke Passwörter macht oder eben auch auf Phishing-Mails aufmerksam macht. Das sind ja diese Fang-E-Mails oder Nachrichten, ne, wo man halt so... Dass man mit seinen Kindern spricht, sobald da irgendwie sowas auftaucht. Mama, das, was dass ist das dass man schon mal hier? Was davon gehört hat. Genau, sowas, dass man sie einfach, wie du schon immer, im ständigen Austausch. Ne? Genau. Und auch ruhig mal nachfragen, wenn die Sendung vorbei ist, war alles in Ordnung. Also ich glaube, das muss am besten jeder... Genau, das, auch im Nachhinein genau, ist das ganz wichtig. Wie jedes ne? Elternteil das am besten mit seinen Kindern hat. Da wird aber ordentlich die Stimme trainiert, du kleine Opernsängerin. Absolut. Solo mio. So, nächste Frage, bevor es gleich dunkel ist. Hier geht gleich richtig die Welt genau. unter. Kann man nur deutschsprachige Videos einstellen? Beziehungsweise, warum werden so viele ausländische, da muss er schon lachen, Videos angezeigt? Wir hatten das nämlich auch schon mal. Eigentlich orientiert sich die App an der allgemeinen Spracheinstellung, die man getätigt hat, oder geht vom Standort aus. Und mittlerweile ist es so, dass der Filter so eingestellt ist, dass er eigentlich den Content auch mehr anzeigt, den er gespeichert hat. Wenn man ein Video dabei ist, wo wir sagen, das ist jetzt so gar nichts für Hayley, dann kann man die ganzen Inhalte natürlich auch blocken. Also das ist total easy und seine gemacht. Eigene Liste quasi, das haben wir das auch eine mal Playlist erstellen. Ne? Genau. Genau. Falls ihr Haare auf meinem Rücken seht, die gehören zu Rosalie. Die Frage passt eigentlich auch total gut zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich den Inhalt blockieren. Wie sieht es mit der Sicherheit der App aus? Also YouTube Kids bietet ja, oh mein Gott, guck dir das an, Schatz. Ja. Geht's gleich richtig los. YouTube Kids bietet allgemein ja total viele Features an und auch Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel meine Lieblingsfunktion, habe ich euch ja schon vorgestellt, den Timer. Das heißt, Mottis Limit zum Beispiel sind 20 Minuten, die sie gucken darf. Dann könnt ihr natürlich auch das Alter einschränken und einstellen. Dann könnt ihr den Content an sich einstellen, was sie gucken darf und welche Videos angezeigt werden können. Dann könnt ihr, wenn ihr natürlich mehrere Kinder habt, auch unterschiedliche Profile einstellen. Und alles ist gesichert durch unsere Passwörter. Das heißt, wenn man irgendetwas an dem Tool, wie zum Beispiel Timer, ändern möchte, muss ein Passwort eingegeben werden. Das ist jetzt zum Beispiel unsere persönliche Kontrolle und ansonsten hat YouTube Kids ja auch noch einen Filter laufen. Das heißt, so unangemessene Inhalte werden quasi direkt schon blockiert, dass sie gar nicht angezeigt ist werden. Ist ganz gut, genau. Das kommt dann auf das Thumbnail drauf an, auf den Titel. Stichpunkte, Wörter, die da drin genau. in dem Video erwähnt werden. Ja, nützt alles nichts, ne? Wir mussten jetzt Licht anmachen, weil Sabine ist am Stürmen. Auf jeden Fall fand ich halt auch super interessant, da stecken richtig so Entwicklerteams hinter mit Prüfern, um eben diesen Zweck dieser automatisierten Filter zu erfüllen. Und wir können ja als Elternteil auch dazu beitragen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt nicht gerade so angemessen, das passt mir einfach nicht, weil man sieht das ja manchmal in den Thumbnails nicht oder im Titel. Korrekt. Und wenn das Video dann läuft, denkt man sich dann auch so, okay, aber wir haben die Möglichkeit, das Ganze dann zu melden. Das waren jetzt die meistgestelltesten Fragen, die aufgekommen sind. Und weißt du, was wir jetzt machen können, Engel? Na, was mir gerade einfällt, bei dem Wetter, wenn der Schauer gleich vorbei ist. Ich finde, es ist perfekt, um Drachen steigen zu lassen. Stimmt. Ehrlich jetzt. Wir sind jetzt auf dem Sportplatz. Jetzt natürlich regnet das. Sabinchen, so wie wir sie heute nennen, beschert uns einen schönen Tag, weil wir endlich den Drachen steigen lassen können. Ne, mein Schatz, den du schon so lange hast. Da ist er. Und ja, wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns in den Kommentaren ja schreiben. Da ist super, mein Schatz. Wow. Oh, wie bei euch Sabine unterwegs war, bei uns ist es eher Sabinchen. Wie gesagt, die verzaubert uns den Tag. Hayley lässt endlich ihr Paw Patrol Drache steigen. Wow! Flieg und Sieg! Und. Oh, weiter, schnell! Senkrecht, er kommt! Oh, super! Mit dem Drachen steigen lassen hat sich jetzt auch erledigt. Na gut, für 6,99 €, den haben wir damals im Citypark gekauft. Aus allen Ecken kommen diese kleinen Plastikstäbe raus. Er will, aber er kann nicht. Doch, mein Schatz, super! Doch, du bist einfach so super schnell. Hin und wieder haben wir nochmal Hoffnung. Dann will er nochmal, dann steigt er nochmal so circa 7-8 Meter in die Luft, aber dann irgendwie auch nur steil. Oh, jetzt kommt ein Wind, mach dich vom Acker! Woohoo! Lauf! Lauf! Forrest, lauf! Und nochmal, er ist noch bei dir! Und gleich hebt sie mit ab, so stark ist der Wind. Oh, jetzt hustet Sabinchen schon ein bisschen mehr. Wir hoffen natürlich, dass bei euch in der Umgebung nichts Schlimmes passiert ist, dass es euch und euren Familien gut geht. Materielle Sachen, die kann man so oder so mal ersetzen. Wenn da mal was wegweht, dann ist das so.
Aber wichtig ist, dass es den Tieren gut geht und uns natürlich, und das hoffen wir auch, dass bei euch nichts Ernstes passiert ist. Ich nehme ihn noch mal in die Hand, aber dann lauf schon mal eine Stunde und dann komme ich irgendwann. Ja, lauf! Lauf Richtung Wald und lauf dann über die Autobahn und dann immer geradeaus. Ja, sehr gut. Er ist oben, er ist oben, er ist oben. Jetzt durch. Und dann werden wir auch los. Schön warm Kakao. Oh, Alto Bello. Du bist aber auch Drachenziehen leicht gemacht. Die Beste hier, du. Der Drache hat es nicht mehr mitgemacht. Habt ihr ja gesehen. Schade, ne? Jetzt sind wir gerade auf Hochtouren. Was machen wir heute eigentlich noch? Ein bisschen Paw Patrol spielen, gleich einen schönen Kaffee trinken. Jule macht gefüllte Paprika. Also habe ich mir quasi schon Döner nebenher bestellt. Bei Simone schmecken die echt immer mega lecker. Also ich esse gar nicht so gerne gefüllte Paprikas. Jule liebt sie, Simone liebt sie. Heidi mag sie auch sehr gerne. Ich esse sie, ja, aber ist jetzt nicht so bei mir ganz oben auf der Liste. Und das schon bei der Mama, die so gut kochen kann. Ja, jetzt warte ich mal ab, wie sie bei Jule schmecken. Papa, ja, mein Schatz? Hier sind so Dinger hier. Diese Runden. Ja. Kann man auch mit den Schuhen machen. Mhm. Kannst ruhig raufgehen da. So Knallerbsen oder so, ne? Jule kann gut kochen. Gefüllte Paprikas hat sie jetzt, glaube ich, gar nicht so häufig gemacht. Bin gespannt. Sie trinken Kaffee. Wie schmeckt dein Kaffee aus deinem Kaffeebecher? Gut. Gut, ne? Kaffeebohne 1, 2, 3, 4 oder 5? 1 ist mein Lieblingszahl. Oh, die 1. Ja, genau. Und jetzt trinkt sie einen Kaffee, damit sie, weil sie wäre mir eben beinahe eingeschlafen, damit sie ein bisschen wach bleibt. Was ist da drin? Guckt mal rein, Wasser. Man könnte auch davon ausgehen, eigentlich, dass ich den ganzen Tag auf der Couch gelegt habe. Ich könnte jetzt schon einschlafen. Die ist schon wieder so langweilig. Die eine. Oh Leute, ich könnte auch im Liegen stehen. Im Liegen stehen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Es war irgendwie ein chilliger Tag, aber auch ultra anstrengend. Ne? Also für mich auf jeden Fall hier auf der Couch. Für Sabinchen, ja, die hat uns gut Nerven gekostet. Das pfeift aber richtig draußen. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns hier richtig anschnallen heute im Bett. Mhm. Man muss auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ich habe das Gefühl, irgendwie, man vergisst die Kamera die ganze Zeit, ne? Neue Klemmphase. Was? Ich sehe immer so witzig aus, wenn ich gehe. Oh, und ich sehe voll fertig aus. Ja, das bist du. Jetzt arbeiten wir hier rum, Engel. Wir wollen uns jetzt eigentlich auch nur verabschieden. Ja, einen schönen Feierabend noch haben. Wir hoffen... Guck mal, der will auch unbedingt mit ins Bild. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Freude hattet. Es geht auf jeden Fall bei uns wieder jetzt Family Vlog technisch los. Und ach, Engel, wisst ihr ja noch gar nicht. Das können wir nochmal einblenden. Wir waren am Freitag zum Termin und haben unsere Trauringe anfertigen lassen. Und wir waren so aufgeregt, ne? Mhm. Wir waren richtig aufgeregt. Aber ja. Ich sag euch, es ist ein Träumchen, denn wir haben zu Weihnachten von meiner Mama, von meiner Großmutter ein Armreif geschenkt bekommen, also ein Erbstück. Und das werden wir mit in den Ring einfügen lassen, also einschmelzen lassen. Ja. Oder daraus werden unsere Ringe gemacht. Also es hat einen sehr emotionalen Wert. Und nein, hör auf zu schlappern. Da flossen auch die Tränchen, ne? Mhm. Also wirklich Wahnsinn. Wir sind jetzt mittlerweile schon zwei Stunden hier? Ein bisschen über eine Stunde. Aber es kommt mir voll ewig vor, aber im Positiven, ne? Ja. Richtig schön. Und wir haben uns entschieden, Leute. Wir haben uns entschieden. Und das Allerschönste, das gute Erbstück von meiner Omi. Und es funktioniert tatsächlich, Leute. Wir sind so happy. Also wir sind jetzt bei der letzten Entscheidung. Wir haben jetzt soweit alles geschafft. Die jetzt Gravur. Fehlt nur noch die Gravur, genau. Qual der Wahl. Prima. So. Zwei Stunden, glaube ich, gedauert, ne? Mhm. Aber es heißt nicht, dass wir... Guckt euch den an. Zwei Stunden da an den Ring rumgepopelt haben, sondern die Atmosphäre war schön. Wir haben Kaffee getrunken mit der Dame, die hat uns ja beraten so toll und hat halt... Ja, wir haben schön gesnackt, ne? Und Heidi hat gespielt, das ist eine kleine Spielecke gewesen. Also ich kann es kaum abwarten, dass die Ringe fertig sind. Und ja, der Tag X rückt immer näher. Aber wann, das bleibt natürlich eine Überraschung. Mhm. So, wir hören jetzt auf, euch eine Frikadelle ans Öhrchen zu quatschen. Wir werden uns ganz, ganz schnell wiedersehen. Wir müssen jetzt in den Flow kommen und wieder regelmäßig vloggen.
Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wir hoffen natürlich, Sabinchen oder Sabine, wo auch immer ihr wohnt, hat euch nichts getan. Alles ist heil geblieben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Bello. Schlappe Mäuschen, ich würde es jetzt auch kuscheln, ne?